Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiris hier. Und jetzt brauchen wir endlich mal ein Erfolgserlebnis in Dragon Ball Legends. Die letzten Summon waren ja nicht so doll. Jetzt haben wir Super Saiyan Vegeta und Super Saiyan Trunks im neuesten Banner. By the way hier, wie gesagt, macht die Daily Mission, dann bekommt ihr Tickets. Und ihr seht schon, wenn ihr dann 7 Tickets habt, könnt ihr einen garantierten Sparking Unit euch erfarmen. Ihr bekommt die Tickets durch die Daily Missionen. Macht jeden Tag die Daily Mission, bis zu 14 Stück bekommen wir. Also könnt ihr 2 Sparking Units garantiert euch zusammen aus den 5, die ihr hier auf dem Bild seht. Aber wir haben hier knapp, wirklich knapp 4000 Kristalle, sagen wir mal mehr als 3500. Wir machen uns erstmal ein bisschen warm mit den Daily Summons bei jedem Banner und dann summonen wir auf jeden Fall im Banner von Super Saiyan Vegeta und Super Saiyan Trunks, den beiden neuen Units. Und hey Freunde, habt ihr die Animation von den beiden Charakteren gesehen? Also wie man, nicht wie man sie triggert, sondern also die Animation quasi, was passiert, wenn man sie triggert? Oh mein Gott, bei Vegeta habe ich legit geheult bei Nacht. Ja, ich saß so nachts da, hab die Animation gesehen, dachte ich mir, die Animation ist so geil. Ich hoffe, wir ziehen ihn, damit ich es euch zeigen kann. Ja, aber ansonsten checkt es auf jeden Fall ab auf den Social Media Kanälen oder sucht danach. Es ist wirklich richtig geil. Gut, okay. Erster Daily ist weg, jetzt machen wir hier ein Daily Ticket. Was heißt Ticket? Daily Sum, ihr wisst ja, Discount Sum, 20 Kristalle, richtig geil an der Stelle. Und guck mal, was abgeht und dann hoppen wir rüber mit den restlichen Kristallen, die uns übrig bleiben bei Vegeta und Trunks. Ja, und wir wollen natürlich, wir wollen Erfolgserlebnis und nicht hier gebombt werden vom Freezer. Wir wollen die geilen Animationen, also sammelt schon mal eure Kraft, ich will das auch. Und dann müssen wir auf jeden Fall durchstarten, Freunde. Wir müssen auf jeden Fall durchstarten, ich will auf jeden Fall, bitte. Ein Vegeta, einer, bitte, bitte, bitte. Ein Vegeta, dann hoffentlich ziehen wir einen, wirklich. Hoffentlich ziehen wir einen, ja. Wir müssen durchstarten, komm, ich setze die Latte jetzt wieder ein bisschen höher. Ich will auf jeden Fall, was haben wir hier? Wir haben knapp 4 Multisamen, ich sag mal 3 Sparking Units will ich haben an der Stelle. Wir machen mal unsere Daily Sum, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, meine Freunde, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Und schon sind wir auf Namek. Wir gehen leider nicht in Super Saiyan. Leider nicht in Super Saiyan. Ey, aber wie geil wäre das, wenn jetzt hier ein Sparking Unit droppt. Okay, let's go, let's go. Ah, okay. Extreme Unit ist auf jeden Fall mit dabei. Ja, die rote Schrift signalisiert uns. Okay, hast auf jeden Fall ein Extreme Unit an der Stelle. Ja, wird glaube ich auch nur ein Extreme Unit. Yeah. Aber immerhin, let's go. Oh, okay, der neue Trunks. Den Trunks nehme ich auf jeden Fall an, ey. Trunks nehme ich auf jeden Fall an. Schauen wir mal ganz kurz seine Animation an. Was? Ah, okay. Oh, wenn ich zur Seite slide, dann passiert das. Geil, geil, geil. Trunks an der Stelle Supporter für ein Mono-Gelb-Team, nenne ich es mal. Auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Er gibt den Fern- und Verteidigung. Basis-Fernangriff und Fernverteidigung 17% ab auf Sie-Fähigkeit Stufe 1. Geil. Also ist echt solide an der Stelle. Trunks gefällt mir. Sehr, sehr gut. Okay. Jetzt kommen aber die richtigen Sum. Jetzt kommen die richtigen Sum. Let's go. Erste Multisum. Oh mein Gott, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die letzten Sum in Legends. Hoffentlich werden diese besser. Komm schon, die Animationen. Oh mein Gott, ich muss aufhören, das zu sagen. Ich muss aufhören, das zu sagen. Ich muss aufhören zu sagen, ich will geile Animationen. Dann bekomme ich legit nur Dreck. Ich muss wirklich aufhören damit. Ein Pot, da war ja der vom Singlesum, da war ja mehr Hype dabei. Auch noch unentschieden. Okay, schauen wir mal, ob was droppt. Könnte sein, muss dies sein. Den wollen wir auf jeden Fall nicht, ne? Du, auch wenn es eine neue Unit ist, den wollen wir auf jeden Fall nicht sehen. Auf keinen Fall will ich die Yamcha sehen. Gut, Krillin. Wie gesagt, oh, nochmal Krillin, okay. Wie gesagt, bitte. The Beans! Ja! Jawoll, 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 jawoll. Mit einem Bait, oh mein Gott. GG, Yamcha eigentlich, ja. Oh mein Gott, wenn jetzt auch noch Trunks droppen würde. Oh mein Gott, mit dem Bait. Diesen Bait habe ich gut geschluckt, ohne Spaß, Mann. Der war richtig gut. Der war richtig gut an der Stelle. Oh mein Gott. Vegeta. Let's go. Ja, weg mit dir zur Seite. Jetzt will ich euch mal Vegeta zeigen. Jetzt will ich mal die Animation zeigen. Schaut her. An sich erstmal, Vegeta ist ein Tank. Hab auch wirklich Schlagangriff gut was drauf. Für Element Rot ist an der Stelle wirklich sehr solide. Jetzt schaut deine Animation an, okay. Warte, das ist nicht alles, das ist nicht alles. Was sie machen müssen, ihr müsst lang gedrückt halten, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Seht ihr das? Oh mein
Gott, ich heul nachts. Bulma und Vegeta, meine Wifey. Ah, oh, ihr müsst einfach bis zu 5 Sekunden, glaube ich, gedrückt halten. Dann triggert ihr das. Ey, das ist die geilste Animation, die ich je gesehen habe. Die ich legit je gesehen habe. Die ist so geil, die Animation. Ich habe nachts mich umgedreht. Eine Träne ist mir runtergeflossen hier an der Stelle. Ohne Spaß. Ey, richtig geil. Ich guck mal kurz die Mission an. Vielleicht kommen wir dann noch auf den dritten Multi. Wenn nicht, hauen wir die Singles da raus. Es sei denn, wir ziehen da voll... Oh, okay, nur 5. Ja, GG. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war geil. Das ist dieser Bait. Komm, wir müssen weitermachen. Wenn jetzt noch ein Trunks dabei ist, dann haben wir alles quasi aus dem Banner. Auch wenn ich den Gohan da nicht habe, der kann noch ein bisschen bleiben, vielleicht bei den Dailies haben. Beziehungsweise will ich doch nicht zu ham gehen, weil ich bekomme noch 2 garantierte Tickets. Jawohl, Namek. Auch noch Super Saiyan. Auch noch Super Saiyan. Okay, komm, komm, jetzt. Ach, wir werden gedubbt. Ja, wir werden gebombt. Super Saiyan, Namek, trotzdem werden wir geklatscht. Komm schon. Vegeta. Nein! Ich hab gehofft auf eine Vegeta-Animation. Super Saiyan Namek werden geklatscht. Was soll denn das heißen jetzt? Was soll denn das legit heißen? Was soll ich davon halten? Okay. Von dem Dr. Gero, die Animation ist auch geil. Die zeige ich euch mal ganz kurz. Und zwar ist es wie bei Ginyu, da müsst ihr zur Seite, schieben. Okay, wir haben nochmal 5 Charaktere gesammelt an der Stelle. Ey, was war das bitte? Das war eine geile Animation, aber wir haben keinen Swag Unit daraus gezogen, weil wir geklatscht wurden. Kein Sinn, legit. Kein Sinn. So, und jetzt müssen wir ganz kurz was einstellen und zwar mache ich das mal ganz kurz. Folgendermaßen, boom, damit ihr das hier sehen könnt. Weil bei dem Gero hier, da müssen wir das quasi so zu... War das der? Yeah, schaut euch das an. Ja, bei euch ist es ein bisschen komisch. Aber ihr müsst quasi zur Seite. Ja, das ist richtig geil. Oh, wow. Ja, gut, dass jetzt klappt, ne? Aber ihr seht's ja. Ist wie beim Ginyu quasi, An der Stelle. Single oder Multi? Komm, wir machen mal noch ein Multi. Wenn der Trunks droppt, ist geil, wenn nicht... Haben wir noch hier 9 Singles, die ich auf jeden Fall gewillt bin rauszuhauen. Auch wenn ich noch das 1, 2, 3 Pots, okay, ja, okay. Okay, vielleicht bekommen wir wieder ein Bait. Wer weiß. Oh, wir dachten, ah ne, ist unentschieden, oder? Ist unentschieden gewesen. Okay, immer ein Extreme Unit ist am Start. Okay, wir haben wieder gedacht, das gibt's doch nicht. Ist hier wieder ein Bait dabei, oder? Ey, Gott sei Dank kam in diesem Multi Vegeta in dem einen, ohne Spaß. Gott sei Dank kam in dem einen Multi ein Vegeta. Ey, ist ja richtig geil, dieser Vegeta hat richtig gut getan. was ist das für ein Multi jetzt, bitte? Wow. Wieder nur ein Sparking Unit. Gott sei Dank war es Vegeta, überlegt man, das wäre Pan, das wäre Kopf ab. Hey, komm schon, bitte. Game, bitte. Ich hau da auf jeden Fall noch die Single raus, weil... Game? Komm schon, gib uns... Ja, wieder 5. An der Stelle, die Missionen. Macht auf jeden Fall die Freezer-Missionen, weil die sind wirklich sehr, sehr gut. Nehmt euch mal eine Minute und schaut sie euch in aller Ruhe an. Daher habe ich wirklich die ganzen Stones erfarmt. Ich habe keine gekauft an der Stelle. Die sind alle aus Ingame erfarmt. Weil man bekommt aus den neuen Freezer-Missionen wirklich sehr, sehr viele... Ja, Kristalle, ich habe gerade zu uns gesagt. Also checkt sie auf jeden Fall aus. Wirklich, also bei allem Respekt, die sind echt geil. Ja, jetzt können wir überspringen, das ist ja nichts. Da bleiben wir jetzt nur bei richtigen Summon. Oh, okay, Jaco hatten wir hier nicht. Wenn eine geile Animation kommt, lasse ich auf jeden Fall noch laufen. Ansonsten hau ich mal hier die Singles raus. Wenn ihr an der Stelle Bock habt, mitzumachen, Group Summon, dann macht jetzt mit, steigt mit ein, pausiert das Video, wenn ihr euch Zeit nehmen müsst. Ich zähle bis 3 runter und dann legen wir auf jeden Fall los. Irgendein Game an der Wahl, das ihr wollt, irgendwo, wo ihr Summon wollt. Ich lasse die Animation noch durchlaufen, beziehungsweise geht es ja schon los. Nee, beziehungsweise gleich kann ich runterzählen. Und das ist ein Unentschieden, ne? Ja. Incoming Hero Charakter, ich hoffe, ihr bekommt was Besseres. 3, 2, 1, go! Und ja, schauen wir mal, was hier abgeht.
Aber ja, das meine ich. Guck mal, gibt doch eine. Oh, wir verlieren sogar. Gibt doch eine geile Animation, sag mal. Was ist denn hier los? Verloren, das ist direkt. GG. Danke für den Nero-Charakter. Auch noch Guldo. Yeah, yeah, yeah. Unglaublich. Das sieht aus wie der knapp 4 Mutis haben nur ein Spark Unit ziehen. Wie gesagt, ich will mich nicht beschweren, weil es war Vegeta. Es war legit Vegeta. Gott sei Dank. Aber ja. Naja. Können wir auch überspringen. Zack. Dankeschön für den Extreme Unit. Letztes Single, den wir auch noch raushauen. Und danke, danke. Danke für so viele Sparking Units. Wie waren eure Sums, Freunde? Wie waren eure Sums? Habt ihr da gut gezogen oder sagt ihr, nee, ich warte da auch? Eigentlich wäre es wirklich am klügsten, so lange zu warten, bis der Banner online ist und jeden Tag einfach nur die Discount-Sums rauszuhauen. Weil das rentiert sich für euch. Weg damit. Rentiert sich für euch, weil ihr da quasi nur jeden Tag 20 Kristalle raushaut. Und wenn ihr da quasi dann am letzten Tag, bevor der Banner offline geht, nicht was Gutes gezogen habt, könnt ihr dann immer noch die Multis raushauen. Oder ihr wartet ja an der Stelle natürlich. Ja, ich steht zwar lila dran, aber das habe ich geändert. Oder ihr wartet ja an der Stelle natürlich auf die zwei Sparken-Tickets. Und bevor ihr da ganz ham geht. Wo ist unser. Oh mein Gott, wo ist unser Boy? Wie geht's da? Da ist er. Unser Boy Vegeta haben wir zum Glück noch am Ende gezogen. Wie gesagt, seine Animation an der Stelle ist übertrieben geil, wie ihr es gesehen habt. Ihr müsst da quasi mehr als ein paar Sekunden draufhalten und dann kommt im Hintergrund meine Wifey Bulma an der Stelle. Ich hoffe, demnach trotzdem hat euch das Ganze gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Wir haben immerhin Gott sei Dank Vegeta gezogen. Mich freut es auf jeden Fall. Aber aus 4 Multi ein Sparking. Eigentlich ging unser Glück nicht so hoch. Anyways, Gott sei Dank haben wir diesen Vegeta. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch alles gefallen. Ich wünsche euch auch sehr viel Glück bei euren Sums. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Danke fürs Einschalten, Freunde. Peace.